Hallo alle zusammen. Willkommen zur nächsten Vorlesung Multimedia Tools. Heute zu Metadaten. Ja, zunächst, was sind Metadaten? Das sind beschreibende Daten, wie man hier an dem Bild zum Beispiel sieht. Hier, das sind so Karteikarten, zum Beispiel für eine Bibliothek. Und auf diesen Dateikarten stehen Metadaten, also beschreibende Dateien zu Büchern in der Bibliothek. Oder generell, Meta kommt aus dem Griechischen, bedeutet mit, zeitlich nach, jenseits. Und Beispiele hier für den Begriff sind Metaebene, für übergeordnete Ebene, Metaphysik, jenseits der Natur, Metastase, Überstellung, Übersiedlung, Metasuchmaschine, Suchmaschinen zu Suchmaschinen, Metadaten. Und das ist, worum es hier heute gehen soll. Daten, Informationen über Daten. Ja, zunächst zur Definition. Daten, Metadaten sind Daten über Daten und im Bereich Multimedia werden Metadaten als Beschreibungsdaten über Audio-Videodaten betrachtet, wie zum Beispiel technische Daten, zum Beispiel Auflösung, Abtastrate, Dauer, Angaben über den Inhalt, zum Beispiel Musikgenre, Künstlername. Metadaten können den Rohdaten hinzugefügt werden, wie zum Beispiel Bild oder Video. Und Metadaten sind kein Bestandteil von multimedialen Daten, das heißt, ändern nicht den Inhalt bei der Wiedergabe der multimedialen Daten. Metadaten und Multimedia-Daten können auch getrennt voneinander auf unterschiedlichen Medien sein. Ich habe hier gerade mal ein kurzes Beispiel. Gehen wir mal hier zurück zu meinem Rechner und hier habe ich eine Audiodatei und wenn ich hier zum Beispiel rechtsklicke in Ubuntu und hier unten auf Properties gehe, dann kriege ich hier Informationen über diese Datei und das sind Metadaten. Also hier sehe ich zum Beispiel das Format, WAV Audio, hier die Größe, Size 640 Kilobyte, hier Location, dann kriege ich hier noch weitere Informationen, wie man es zum Beispiel öffnet und so weiter. Also auf die Weise können in einer Datei zusätzliche Informationen abgespeichert werden und das sind diese Metadaten. Das ist hier jetzt ein Beispiel dafür, wo diese Metadaten als Teil der Datei sind, aber das muss nicht so sein. Okay. Ja, Anwendungsbereich von Metadaten sind zum Beispiel Sendermonitoring, wo man zum Beispiel monitoren will, was ein Sender gerade sendet, zum Beispiel welche Musikstücke oder welche Werbestücke. Und das ist wichtig zum Beispiel für die Kunden von Sendern, die zum Beispiel Werbung geschaltet haben und dann sicher gehen wollen, dass die Werbung auch gebracht wird. Oder Musikidentifikation durch Metadaten und spezifische Audioinhalte. Also man kann zum Beispiel mittels Apps in einem Radio das Stück, was gerade gespielt wird, identifizieren. Oder hier Assisted Consumer Level Audio Editing, Copyright Management, Verkauf von Musik, Query by Humming, das ist Finden durch Vorsummen. Content Management, zum Beispiel bei Sendeanstalten, für die ist es sehr wichtig, weil die sehr große Bibliotheken von audiovisuellen Daten haben. Dann das Dokumentenmanagement, Wissensmanagement generell oder Media Digital Asset Management. Ja, Zweck ist hier auch die Suche in großen Datenbeständen, wie zum Beispiel bei den Sendeanstalten. Anstatt große Datenbestände zu durchsuchen, also direkt in den Dateien zu suchen, ist es effizienter, Metadaten anzulegen, die um ein Vielfaches kleiner sind und somit schnell durchsucht werden können. Die benötigte Datenermittlungszeit sinkt somit rapide. Dann Datendokumentation und Datenfitness. Bei einer Ansammlung von riesigen Datenbeständen, die fast gänzlich undokumentiert sind, haben wir hier die langfristige Werterhaltung von Daten, also die Datenfitness, und die kann nur durch deren Dokumentation in Form von Metadaten garantiert werden. Also wiederum
das Finden und Dokumentieren von vorhandenen Beständen. Dann der Datentransfer, die Interpretation und die Darstellung. Das ist die Möglichkeit, dem Empfänger mitzuteilen, wie übermittelte Daten genutzt werden können. Dies umfasst zum einen den syntaktischen Aufbau einer übertragenen Datei zur Interpretation ihrer Inhalte und zum anderen die Darstellung der enthaltenen Daten. Also das ist zum Beispiel dieses Format, was ich gerade gezeigt hatte, wäre eine WURF-Datei, damit denn der Rechner weiß, wie die abzuspielen ist. Ja, hier sind ein paar Beispiele von technisch beschreibenden Merkmalen von Medieninhalten. Wir haben eine automatische Extraktion der Daten und das ermöglicht später die Suche anhand vorgegebener Merkmalsausprägungen. Also wir haben hier zunächst eine Mediendatenbank, zum Beispiel mit Fotos. Dann haben wir hier im nächsten Schritt ein Programm, was eine Merkmalsextraktion durchführt auf dieser Mediendatenbank. Und diese Merkmalsextraktion, die kann zum Beispiel die vorherrschende Farbe sein in einem Bild oder die vorherrschende Textur in einem Bild oder Bewegung in einem Video oder Kontur in einem Bild oder Video oder Timeline oder Dauer von Videoclips. Und wenn man diese Merkmalsextraktion durchgeführt hat, dann kann man eine Suchanfrage anhand von Suchmerkmalen aufgeben und einen Suchalgorithmus, der versucht, die jetzt in Übereinstimmung zu bringen durch eine Modellierung und Distanzmessung. Er guckt jetzt, was passt am besten von der Suchanfrage zu den Merkmalen. Und das ist dann das Suchergebnis. Ja, hier ist ein Beispiel zur Übersicht von Fernsehkanälen oder Filmmaterial. Wir haben hier eine Darstellung jedes Kanals durch Keyframes, also Schlüsselbilder von einer Videosequenz. Und hier zum Beispiel Anordnung der Kanäle anhand der Hauptfarben. Das heißt, hier haben wir ein Merkmal, das ist die Hauptfarbe und anhalt von diesem Merkmal können wir jetzt verschiedene Kanäle ordnen. Und das können wir hier erkennen. Hier sind verschiedene Kanäle mittels ihrer Keyframes geordnet anhand der Hauptfarbe. Eine weitere Möglichkeit ist die Auswahl von Szenen, die Personen zeigen, als weiteres Merkmal. Hier können wir sehen, hier haben wir Szenen, die Personen zeigen. Das heißt, wir haben hier eine Analyse von Keyframe anhand von Farb- und Texturinformationen und Identifizierung von Szenen, Keyframes, die Personen enthalten. Hier haben wir Personen mit so hauptsächlich blau, hier haben wir Personen hauptsächlich so grünlich und hier haben wir hauptsächlich Personen mit rot-gelblichen Hauptfarben. Ja, und in diesem Anwendungsbeispiel wird das Video Retrieval durch Suchanfragen anhand von Keyframes gezeigt. Also hier haben wir dann eine Suchanfrage. Hier haben wir ein Keyframe, das wir jetzt vorgeben für die Suchanfrage. Und dieses Keyframe wird jetzt verglichen mit Keyframes von verschiedenen Videos. Hier haben wir Video 1, Video 2 und jetzt wird nach jeweiliger Ähnlichkeit geguckt. Hier, wo sind Personen und was sind die Hauptfarben? Und da werden jetzt hier überall Keyframes ausgegeben, die Personen mit der passenden Hauptfarbe haben. Und das hier ist dann das Resultat. Hier sind dann aus diesen beiden Videos dann Keyframes vorhanden, ausgegeben, die den Personen mit den entsprechenden Hauptfarben zeigen. Oder hier haben wir ein Image Retrieval durch Suchanfrage anhand geometrischer Formen. Das heißt, hier haben wir wieder eine Fotodatenbank und unsere Suchanfrage ist jetzt nicht ein anderes Foto, sondern eine Handzeichnung, die geometrische Formen wiedergibt. Hier haben wir zwei Beispiele. Hier einmal diese Küsten, Felsen. Hier haben wir dann diese Felsen als Umriss gezeichnet und dann hier das Meer als Umriss und hier ein Haus oder Gebäude gezeichnet als Umriss.
Und das sind dann hier die entsprechenden Suchergebnisse. Und wir sehen, das passt hier schon recht gut. Hier haben wir jetzt ein Foto als Vorgabe, wiederum Vergleich anhand der geometrischen Form. Hier werden erst die geometrischen Formen extrahiert und dann wird Ähnliches in der Bilddatenbank gesucht. Hier unten ganz ähnlich, Vorgabe, eine Zeichnung. Und ich finde, das funktioniert schon ganz gut hier mit dieser Vorgabe der Zeichnung. Werden hier ähnliche Fotos gefunden. Und hier Vorgabe von einem weiteren Foto und hier wieder ähnliche Strukturen, ähnliche Formen. Ja, allerdings ist das, wenn man sich das hier ansieht, untere Reihe falsche Suchergebnisse. Hat wohl doch nicht so immer ganz gut geklappt hier bei der Vorgabe von diesen Formen. Also hier zum Beispiel sieht man doch, sind falsche Vorgaben, also sind falsche Ergebnisse hier erschienen. Hier, das passt noch ganz gut, aber hier ist es schon ziemlich daneben. Also es muss nicht immer klappen. Es hängt auch von den Merkmalen ab und ob diese Merkmale passen zu dem, was man sucht und ob der Suchalgorithmus passende Ergebnisse findet zu den Merkmalen. Ja, hier weiter. Suchanfrage anhand geometrischer Form. Hier haben wir die Zeichnung als Suchanfrage und hier sind dann verschiedene Ergebnisse gefunden anhand dieser Suchanfrage. Und das passt eigentlich in der Regel hier schon ganz gut. Ja, hier ist ein Anwendungsbeispiel von einer Annotation, also praktisch einer mehr oder weniger händischen Beschreibung. Das ist eine Annotation Description Scene, Scheme, das heißt eine beschreibende Szeneninformation. Zum Beispiel geografische Positionen, Temperatur, Namen, Freitext. Also hier kann man denn Objekte annotieren, händisch zum Beispiel, manuell, oder auch versuchen, dann automatisch von extern zusätzliche Informationen mit in diese Bilddaten zu bekommen, wie zum Beispiel GPS-Positionen. Das ist das, was üblicherweise schon Kameras machen, dass die GPS-Positionen, die zum Beispiel das Smartphone hat, dann auf dem Bild gleich als Metadaten mit abgespeichert werden. Ja, hier Metadaten als transkriptionsbasierte Musikanalyse. Hier haben wir ein Musikstück, was hier unten zum Beispiel als Notenblatt dargestellt wird und hier als MIDI. Ja, und das zeigt uns auch, es gibt unterschiedliche Kategorien. Metadaten sind zu unterscheiden in inhaltsabhängige Metadaten, wie wir gesehen haben an den Beispielen. Das sind inhaltsbeschreibende Metadaten, Metadaten für die Interpretation der Daten und Inhaltsmetadaten generell. Dann haben wir inhaltsunabhängige Metadaten. Das sind identifizierende Metadaten, administrative Metadaten, wie zum Beispiel das Dateiformat und technische Metadaten, genauso wie das Dateiformat. Ja. Dann hier mehr zu den inhaltsunabhängigen Metadaten, also zum Beispiel identifizierende Metadaten. Das sind Metadaten, die zugehörige Daten eindeutig identifizieren. Zum Beispiel Name des Autors, ID-Nummer, Versionsnummer, Name des Dokuments, Erzeugungsdatum und so weiter. Hier ist mal so ein Beispiel. Das sind Metadaten, die unabhängig vom Inhalt sind, aber dazugehören. Wie zum Beispiel Datum der Aufnahme oder der Datum der Datei. Ja, administrative Metadaten, das sind Informationen über den Datensatz selbst, zum Beispiel Datum der letzten Korrektur, Identifizierung des Urhebers, Korrektur des Datensatzes, Sprache des Datensatzes, Aufbewahrungsort des Datensatzes oder Beziehung des Datensatzes zu anderen Datensätzen. Also alles, was einem hilft,
die Daten zu verwalten. Dann technische Metadaten. Das sind Metadaten über das technische Format der Mediendaten. Die sind notwendig zum Rendern oder zur Wiedergabe der Daten, zum Beispiel Abtastrate, Kanalzahl, Auflösung, Bildwiederholrate bei Bewegtbildern, Codierungsverfahren, Zugangsverfahren bei verschlüsselten Daten. Ja, dann haben wir die inhaltsabhängigen Metadaten, die inhaltsbeschreibenden Metadaten oder auch semantische Metadaten bezeichnet. Das sind Daten, die den Inhalt eines Dokuments beschreiben, aber nicht direkt in dem Dokument enthalten sind. Zum Beispiel Informationen über ein Bild. Das Bild zeigt Mickey Mouse. Oder auch beschreibende Anmerkungen, Zusammenfassungen oder auch Rezensionen. Ja, also das können im Prinzip Informationen sein, die zum Beispiel bei Audiodateien direkt in der Datei drin sind, im sogenannten Header, zum Beispiel Titel der Musik oder Künstler oder Album oder Zusatzinformationen, kann aber auch separat in externen Datenbanken vorhanden sein. Zum Beispiel, wenn man eine CD einlegt in seinen Spieler, dann wird oft auf einem externen Server nach zusätzlichen Informationen gefragt, zum Beispiel Coverart, und das von dort runtergeladen und dargestellt. Ja, dann Metadaten für die Interpretation der Daten. Das sind syntaktische Metadaten, die stellen Informationen über den strukturell formalen Aufbau dar. Beispiele sind Informationen über die Datentypen der Datenfelder, Aufbau von Datenfeldern, Datentyp. Und dann Inhaltsmetadaten. Das sind Daten, die nicht zu den beiden vorherigen Kategorien gehören, zum Beispiel Schlüsselwörter, die in einem Textdokument vorkommen oder Farben in einem Bild, wie wir gesehen hatten in den Beispielen. Ja, analog zu Begriffen aus dem Datenbankbereich Modell, Schema, Daten und Datenbank werden die folgenden Begriffe definiert. Das Metadatenmodell beschreibt die zu enthaltenen Informationstypen. Das Metadatenschema strukturiert die Informationstypen, zum Beispiel in XML-Schema oder XSD. Das Metadatum und die Metadatenbank enthält die strukturierten Daten. Ja, das Metadatenschema, das hat Bewertungskriterien zur Auswahl eines geeigneten Metadatenstandards. Wenn wir also ein Metadatenschema uns aussuchen wollen, dann gucken wir nach Allgemeingültigkeit. Wie allgemeingültig ist es in dem Bereich, in dem wir es einsetzen wollen? Zur Wiederverwendbarkeit, Austauschmöglichkeit der Metadaten, zum Beispiel mit anderen Datenbanken, Erweiterbarkeit, Verbreitung und Benutzbarkeit. Ja, Beispiele von Metadaten-Schemata sind ID3 Version 2. Das ist hier zum Beispiel die CD Database oder FreeDB Datenbank zur Audio-CD-Metadaten. Das ist zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, wenn man CDs abspielt, wo man zum Beispiel Coverart dann laden kann. Dann CD-Text für Audio-CDs. Zusatzdaten im DVD-Format, SMPTE-Metadata Dictionary, das sind auch wieder zum Beispiel Audiodaten oder RDS-Radiodatensystem. Ja, ID3 steht hier Identification for MPEG-1 Layer 3, das ist also MP3-Daten und davon gibt es die Version 2, wird von den meisten MP3-Software-Playern unterstützt. Und er ermöglicht das Einbinden von Lyrics und Bildern. Und das ist ein Datenblock innerhalb einer MP3-Datei, die halt Audio enthält. Und der Informationen zu Titel, Interpret, Album, Jahr, Musikstil, Genre und einen Kommentar enthält. Das sind jetzt Daten, die innerhalb der Datei selber gespeichert werden. Jeder Frame oder Block von Metadaten ist dabei folgendermaßen aufgebaut.
Wir haben einige eindeutige ID, dann die Länge des Frames und dann auch spezifische Flags. Also so ist es denn technisch gelöst. Ja, dann die CD-Database, CDDB, enthält diese Metadaten für Audio-CDs. Und die Erkenntnis war, dass Software-CD-Player zwar die Anzahl der Titel und die jeweiligen Spielzeiten anzeigen, aber nicht den Titel, Interpreten, Labels und so weiter, da die nicht auf der Audio-CD sind. Deswegen eine Abfrage der CD-Titeldatenbank anhand eindeutiger Identifikationsnummer über das Internet. Wir haben also eine geografische Entkopplung zwischen audiovisuellem Inhalt und den Metadaten. Das ist ein verteiltes Datenbanksystem. Informationen können hier auf mehrere CDDB Server verteilt sein. Und die CDDB bezieht seine Daten über User-Eingaben und wächst daher ständig. Ein kommerzielles Produkt ist zum Beispiel GraceNote, gibt es auch Apps für. Und hier die freie Alternative FreeDB, freedb.org. Und das Vorteil ist, wird von vielen Software-Playern unterstützt und die Listen können lokal abgespeichert werden. Hier etwas mehr über das ID3 V2. Das ist flexibel und erweiterbar und nicht bekannte Frames oder Informationen, die im File sein könnten, werden vom Player einfach ignoriert. Das heißt, auf die Weise ist es dann auch kompatibel zu Zusatzinformationen, die eventuell andere Player verstehen. Pro Frame haben wir maximal 16 Megabyte, pro Tag maximal 256 Megabyte. Also können schon eine ganze Menge Informationen gespeichert sein. Einige Merkmale am Anfang der Datei haben wir Streaming und musiksynchrone Lyrics. Und Karaoke kann mit der CDDB verbunden werden. Und wir können auch Bilder einbinden. Ja, also hier sieht man so eine Struktur. Hier haben wir diesen ID V2 Tag. Und da drin strukturiert haben wir dann verschiedene Informationen, Lyrics, den Musiktext, Picture-Informationen, also hier zum Beispiel Cover Art und hier dann noch Kommentare. Und daran anschließend kommt die eigentlichen Audiodaten. Ja, beim Video ganz ähnlich. Da haben wir hier dieses Metadatenschema, Wahl der Filmsprache und Untertitelsprache wird dadurch ermöglicht. Und wir haben eine Liste von Einsprungpunkten von Szenen und das ermöglicht das Einspringen in eine bestimmte Szene. Also das ist, was man am Anfang einer DVD sieht, einen Szenenüberblick und dort können wir dann eine bestimmte Szene auswählen. Wenn wir zum Beispiel vorher mit dem Ansehen an der Stelle aufgehört haben. Und was ich sehr praktisch finde, wir können zum Beispiel auch umschalten auf englische Sprache, weil viele Filme halt im Original Englisch sind. Dort untergebracht sind auch die Regionalcodes. Das ist wieder verbunden mit dem Copyright. Oft werden ja Filme aus Hollywood zunächst im englischen Original veröffentlicht und erst später in der synchronisierten Version, zum Beispiel in Deutsch. Und dazwischen gibt es oft eine Verzögerung von ein oder mehreren Monaten. Und aus Copyright-Gründen wollen die wollen die Copyright-Inhaber nicht, dass diese Original-US-Version zu schnell auf den anderen Märkten erscheinen. Und deswegen gibt es hier diese Regionalcodes. Und daher kann eine US-DVD nicht auf europäischen DVD-Geräten abgespielt werden. Ja, und das ist ein Schutz der aus historischen Gründen noch bestehenden regionalen Videovertriebsstrukturen. Allerdings kann man das oft auch umgehen, man kann oft einen Regionalcode wählen, man kann nur nicht beliebig oft hin und her schalten.
Ja, dann als weiteres Metadatenschemata gibt es das EXIF, Exchangeable Image File Format. Das ist ein Dateiformat zur Speicherung von Metadaten für Bilder aus Digitalkameras. Dabei werden die Metadaten direkt in TIFF oder die JPEG-Datei geschrieben. Und die Angaben sind die Kameramarke, die Orientation, das Datum, die Blende, Belichtungszeit, Empfindlichkeit, Belichtungsmessverfahren und so weiter. Und das ist manchmal ganz interessant für Hobbyfotografen, die dann hinterher sehen können, mit welchem Setup die verschiedenen Fotos gemacht wurden. Ja, kann man hier sehen. Also hier sind die EXIF-Metadaten von einem Foto zu sehen. Hier ist das Foto. Hier der Speicherort. Und hier sehen wir dann die eigentlichen Metadaten. Hier sehen wir dann die Marke, Panasonic DMC, hier die Auflösung und Datum, Brennweite und so weiter. Ja, ein weiteres Metadatenschemata ist SMPTE Metadata Dictionary, SMPTE 335M. SMPTE steht für Society of Motion Picture and Television Engineers. Das ist die amerikanische Film-, Fernsehen- und Rundfunkunion, die auch Standards herausgibt, zum Beispiel den SMPTE Timecode oder MXF. Das ist eine Beschreibung von Multimedia-Elementen anhand eines festgelegten und strukturierten Satzes von Eigenschaften in einer sogenannten Dictionary-Struktur und kann für alle Typen von zu beschreibenden Daten, sogenannten Essence-Daten, angewendet werden. Auf audiovisuelle Daten und Daten in verschiedenen Formen. Dabei haben wir eine hierarchische Anordnung von Datenelementen, die bestimmten Typen erweiterbar zu 127 Klassen angehören. Also hier ein paar dieser Klassen. Erste Identification at Location, dann Administration, Interpretive, Parametric und so weiter. Das strukturiert das Ganze denn und dann gibt es baumartig dann Verfeinerungen. Ja, dann MPEG 7. Das ist jetzt ein MPEG-Standard für Metadaten. Die Motivation dazu ist, wir haben eine immer weiter steigende Anzahl von Ton- und Bildmaterial. Das heißt, wir haben einen steigenden Aufwand der effizienten Verwaltung der Daten und wir haben einen wachsenden Bedarf, Inhalt von audiovisuellem Material beschreiben zu können. Und deswegen MPEG 7 steht für Multimedia Content Description Interface, also inhaltliche Beschreibung von multimediales Datenmaterial. Das ist ein ISO-Standard, International Standards Organization, und das ermöglicht weltweite Interoperabilität, so ähnlich wie heute HTML. Und MPEG 7-Daten werden zur Beschreibung von Bildern, Grafiken, 3D-Modellen, Ton, Video sowie zur Verknüpfung dieser Elemente untereinander verwendet. Also kann eine ganze Menge. Hier ein Überblick. Im Gegensatz zu MPEG 1, 2 und 4 ist MPEG 7 kein audiovisueller Datenkompressionsstandard, sondern eine Schnittstelle zur Beschreibung von audiovisuellem Material. Und zwar sowohl für digitales als auch analoges AV-Material, komprimiert und unkomprimiert. Stand der Technik ist, audiovisuelle Verwaltungssysteme sind bisher vorwiegend im professionellen Bereich eingesetzt, also Rundfunk- und Fernseharchive. Und diese Systeme sind meist komplex und nur für die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten. Das heißt, die Systeme sind sehr teuer und aufwendig in der Verwaltung und Wartung. Und Bedienung kann in der Regel nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Ja, daher die Zielsetzung: Das audiovisuelle Material soll durchsuchbar werden, wie Text im World Wide Web. Wir wollen eine schnelle, effiziente Verarbeitung und Suche, auch in großen Datenmengen. Die Beschreibung ist mit dem audiovisuellen Material verknüpft, ist jedoch nicht zwingend auf dem gleichen Medium bzw. am gleichen Ort lokalisiert, das heißt, es kann eine verteilte Datenbank sein. Wir wollen eine einfache Bedienbarkeit und eine Standardisierung der Schnittstellen und eine skalierbare Beschreibungsgenauigkeit
oder Granularität. Ja, hier sind ein paar Beispiele. Hier haben wir in der Mitte den Nutzer an seinem Rechner. Ist zwar ein etwas alter Rechner, aber das funktioniert für neue genauso. Und mit diesem Rechner versucht er jetzt audiovisuelles Material zu finden. Und hier sehen wir es, verschiedene Arten von Multimedia. Die können auch aus verschiedenen Quellen kommen. Hier Kamera, Foto-Videokameras, wissenschaftliche Bilder, Bilder von Prozessen, Broadcast-Systeme, Fernerkundung, hier Satellitenbilder zum Beispiel. Oder hier Verkehrskamera zur Verkehrsüberwachung. Und hier wollen wir zum Beispiel eine Filterung irrelevanter Informationen aus der Vielfalt oder Vielzahl von Bildern oder Daten. Dann wollen wir eine intelligente Akquisition, dass das Wesentliche zum Beispiel nur akquiriert wird. Wir wollen eine automatische Bildanalyse und Indexerstellung. Hier zum Beispiel für diese wissenschaftlichen Bilder oder Prozessbilder. Dann wollen wir eine inhaltsgesteuerte Multimedia-Präsentation. Wir wollen auch editieren und manipulieren. Und wir wollen eine Multimedia-Datenverwaltung, Suche und Browsing. Das sind also vielfältige Ziele, die dann mit MPEG 7 gelöst werden sollen. Ja, hier ein Überblick, diese Metadaten. Die beziehen sich auf den Inhalt des AV-Materials und das sind Beschreibungen einer Filmszene oder Melodien eines Musikstücks und Metadaten, die sich auf das audiovisuelle Material selber beziehen, sind das Dateiformat, zum Beispiel Kompressionsart, Zugangsmodalitäten, zum Beispiel Preis, Urheberrechte, Verweise zu weiteren Informationsquellen, Links. Zusammenhang, zum Beispiel politische Ereignisse und Klassifikation in vordefinierte Kategorien. Naja, und das kann hier mit der MPEG 7 Inhaltsbeschreibung vorgenommen werden. Hier haben wir diese Inhaltsbeschreibung. Da haben wir hier diese Description Scheme 1, das High Level, und die enthält Description Scheme 2 und dann noch einen Zusatzdeskriptor 3 hier. Und diese Description Scheme 2 enthält noch zwei Unterdeskriptoren hier. Und das kriegen wir hier durch die Merkmalsextraktion. Hier kriegen wir beschreibende Parameter, zum Beispiel diese vorherrschende Farbe. Das wird dann Teil einer Description Scheme hier eingeordnet. Und hier haben wir eine Anwendung, zum Beispiel hier eine Ähnlichkeitsanalyse von diesen Formen. Und das ist dann zum Beispiel das Resultat einer Ähnlichkeitsanalyse. Wir nehmen hier diese verschiedenen Deskriptoren, vergleichen ihn zum Beispiel mit dieser Formvorgabe und das ist dann hier der Output, den dieses System dann erlaubt. Ja, hier ein Beispiel für den Aufbau. Hier ein Beispiel für den Melody Descriptor Scheme. Da haben wir hier einen Taktzähler und Nenner. Melody Meter, dann haben wir die Tonart, Melody Key und den Melodieverlauf mit Startsequenz, Tonintervallen und Lyrics. Das kann man hier sehen. Hier ist dieser Descriptor, hier das Schemata, Melody. Und dann haben wir hier Melody Meter als Schema und kriegen wir hier den Numerator 3 und den Numerator 4. Dann haben wir Melody Scale, das sind jetzt die MIDI-Noten, dann haben wir ein Key, können wir hier sehen, und dann hier die Sequenz, dann haben wir hier Startfrequenz zum Beispiel, Pitch und Note Duration und so weiter. Also haben wir dann in verschiedener Art und Weise die verschiedenen Eigenschaften dieser Melodie erfasst und dann abgelegt in diesem Descriptor. Ja, und das wird gerne mit diesem textbasierten Format gemacht.
zum Beispiel XML, das so eine Struktur anlegt. Und dann kann man hier in diesem textbasierten, baumartigen Format denn diese Informationen einordnen. Also hier zum Beispiel Songtitel, Albumtitel und dann hier Kommentare und so weiter. Ja, und das macht man mit dieser Description Definition Language, diese Einordnung oder diese Struktur. MPEG 7 kann nicht alle potenziell vorstellbaren bzw. zukünftig interessanten Deskriptoren und Description Schemes definieren. Daher ist eine Möglichkeit zur dynamischen Erweiterung des MPEG 7 Umfangs nötig. Und dies leistet die sogenannte Description Definition Language. Die DDL erlaubt, bestehende Deskriptoren und Description Schemes zu ändern oder ergänzen bzw. neu zu definieren. Die MPEG 7 Description Definition Language wurde parallel zum restlichen Teil des Standards entwickelt. Also um passende Strukturen für neue Beschreibungen bauen zu können. Ja, hier ist ein Beispiel einer Suchmaschine unter Verwendung von Farbe und Textur als Merkmal. Hier haben wir ein Suchbild und aus diesem Suchbild werden dann Farbe und Textur extrahiert und verglichen mit den Merkmalen in unserer Datenbank und dann die passenden Bilder mit der größten Ähnlichkeit dieser Merkmale wiedergegeben. Ähnlich hier. Hier haben wir dann das Suchbild und hier sind die entsprechenden Resultate aus der Bilddatenbank, wo dann Bilder mit den entsprechend ähnlichsten Merkmalen wiedergegeben werden. Hier basierend auf einem Sketch, der die Formen angibt, und hier werden dann wiederum die Bilder mit den ähnlichsten Formen wiedergegeben. Zwei sehr verschiedene Bilder, aber trotzdem passen die Formen doch einigermaßen. Ja, und hier ist ein Beispiel einer Struktur von Content-Management-Systemen auf Basis von MPEG 7. Hier sieht man so eine typische Datenbank mit den verschiedenen Servern. Hier haben wir so Repository, Design Product Repository, Content Repository. Hier, das ist unser Content-Management-System, das Ganze. Die kommunizieren mit einem Publishing-Server. Das ist wieder vorherum verbunden mit diesem World Wide Web Server zum Beispiel. Ja, dann haben wir hier Datenströme, zum Beispiel Nachrichten in Video, Audio, Voice und Text. Das wird hier mit dem Timestamps versehen und gegebenenfalls decoded. Dann haben wir hier eine Verbindung von extern via einem Connector. Und dann haben wir hier eine Analyse Audio to Text. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Spracherkennungsmaschine, die dann einen Sprecher annotiert. Das heißt, man kann gleich den Text dann hernehmen als Metadaten, das Ganze auf eine Textanalyse geben, zum Beispiel analysieren, zu welchem Themenbereich das Ganze passt. Parallel dazu haben wir hier eine Videoanalyse, die das Video dann analysiert und zum Beispiel Objekte erkennt in diesem Video. Dann haben wir hier parallel eine Musik- oder Audioanalyse, wenn es zum Beispiel Musik ist. Und hier kriegen wir auf die Weise gleich eine Reihe verschiedener Merkmale, die wir hier vorsegmentieren können und mit Annotationen versehen können. Und hier haben wir dann den erkannten Text bzw. Graphen und Metadaten aus dieser Textanalyse, segmentierte Audiodaten, die zum Beispiel Sprache und Musik segmentieren, segmentierte Videodaten, zum Beispiel anhand von Szenenschnitten. Und hier haben wir dann eine Fingerprint-Datenbank von Audio, Video und Text. Das sind so Soundmerkmale von zum Beispiel Audiodateien. Ja, und diese Vielfalt von Merkmalen kann dann genutzt werden, zum Beispiel von den Redakteuren, um passende Videoclips oder Fotos für einen geplanten Beitrag zu finden. Ja, und das war's dann für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
und dann bis zum nächsten Mal.